Hallo und herzlich willkommen. Heute mache ich mal ein ganz einfaches Gericht. Heute gibt es mal ganz leckeres paniertes Kohlrabi-Schnitzel. Ich benötige dafür natürlich eine schöne frische Kohlrabi. Die ist hier relativ groß, das passt genau richtig. Dann sind die Scheibchen für Schnitzel nachher nicht so klein. Dann brauche ich ein wenig Semmelbrösel, Salz und Pfeffer, ein Ei, etwas Mehl und zum Ausbraten etwas Margarine oder Öl. Als erstes werde ich dann mal hier die Kohlrabi ein bisschen bearbeiten. Das heißt, ich schneide hier oben die ganzen kleinen Blättchen ab. Die braucht man übrigens nicht wegwerfen, die kann man wunderbar noch benutzen. So, dann schneide ich hier unten den Strunk ein bisschen ab. Das ist immer ziemlich holzig. Oben auch noch mal so ein bisschen. Und dann wird das Ganze geschält. Alles hier ringsrum schön abschälen. Dann schneide ich mir da die Schnitzelchen raus. Die sollten immer so, ja, fingerdick sein. So sehen jetzt meine fertig geschnittenen Kohlrabi-Schnitzel aus, meine Kohlrabi-Scheiben. Das muss man übrigens auch nicht unbedingt mit Kohlrabi machen. Das schmeckt auch hervorragend, wenn man das mit Sellerie macht. Und die gebe ich jetzt erstmal ins heiße Wasser. In das Wasser gebe ich dann noch ein Schüppchen Salz mit rein. Und dann können auch schon die Kohlrabi-Scheiben damit zu. Ja, das Ganze jetzt etwa 4 bis 5 Minuten kochen lassen. Ja, wenn dann die Zeit abgelaufen ist, dann stelle ich die Flamme aus und dann können die auch langsam raus. Ich nehme die mal mit so einem Schaumlöffel hier raus und gebe die dann erst nochmal in eine Schüssel mit eiskaltem Wasser. Ja, die sollen jetzt einfach gleich schnell abkühlen, damit sie da nicht noch weiter nachgaren. Und wenn sie dann ein wenig abgekühlt sind, dann nehme ich sie hier raus und gebe sie erstmal auf den Teller. Nur noch ein bisschen warm. Die müssen noch ein bisschen kühlen und in der Zeit werde ich mir alles andere vorbereiten. Wenn dann die Scheibchen ein bisschen abgekühlt sind, dann werden sie paniert. Ich habe mir hier meine Panierstraße aufgestellt. Als erstes etwas in Mehl wälzen, ja, ruhig auch ringsrum. Dann geht es ab ins Ei. Ich habe in das Ei jetzt hier noch Pfeffer und Salz reingegeben. Und dann in die Semmelbrösel. Ja, die mache ich mir immer selber. Das sind Brötchen, die trocken wurden. Die habe ich dann einfach mit meinem Blitzhacker klein gemacht. Ja, das schön andrücken, dass also auch überall was rankommt. Und wenn dann genügend Panade dran ist, einfach ins heiße Fett geben. Das Ganze jetzt so, ja, 4, 5, 6 Minuten von beiden Seiten schön anbraten. Und wenn dann die Kohlrabi-Schnitzel eine schöne Farbe angenommen haben von beiden Seiten, dann kann auch angerichtet werden. Ich richte das jetzt hier auf einem kleinen Tellerchen an. Das ist heute hier nur so eine Zwischenmahlzeit. Dann gebe ich hier noch ein ganz klein bisschen Grün oben drauf. Das sind die Kohlrabi-Blätter, die habe ich mir ganz klein geschnitten. Ein kleines bisschen Knoblauchdip noch mit dazu und eine Zitronenscheibe. Ja, so bringe ich das jetzt an den Tisch. Ich denke mal, meine Gäste freuen sich. Ich wünsche viel Spaß beim eventuellen Nachkochen und hoffentlich bis bald. Tschüss!